Ja, hallo, da steht da schon mitten im Raum. Einen wunderschönen Tag. Ja, was up? Heute mache ich mal so ein bisschen was Einfaches, ne? Ich mache immer so, ja, die sind alle so an Fleisch gewöhnt, ne? Ich mache heute mal wieder was ohne Fleisch, ne? Ja. So, aber ich brauche dafür wenigstens schon mal Kartoffeln. Kartoffelskes. Dann brauche ich hier ein scharfes Messer. So. Scharfes Messer ist auf jeden Fall unwahrscheinlich wichtig. Dann reiße ich mir hier so einen Sack Kartoffeln auf. Ja, ich war jetzt am Hin und Her überlegen, was machst du mit den schönen dicken Kartoffeln? Ich bin dann jetzt auf, sehen die noch gut aus? Ja. Bin jetzt hier auf Backkartoffeln geraten. Ja, aber so gut backig sehen die jetzt auch nicht mehr aus. Ja, wie gesagt, ich schneide ja auch immer hier die, habe ich, schneide ja auch immer hier diese kaputten oder diese wurzligen Stellen raus. Ja, da kommen hier dann immer so diese Keime. Ja. Die sollte man rausschneiden, sind nicht sonderlich gesund. Da die schon eine Woche liegen oder zwei, da sind natürlich einige Keime schon sprießt, gesprost, gesprossen, gesprossen. Ja, Sprossen, Sprösslinge. Das denn für eine Kartoffel? Die sieht aber komisch aus, ne? Guck mal. Guck, so sieht sie auch noch ganz gut aus, ne? Aber so. Komisch, gell? Die nehme ich jetzt erstmal nicht. Nein, die ist nicht giftig oder so. Keine Panik. So. Ja, ich muss erstmal die schadhaften Stellen und die Keime rausschneiden. Ich schneide die immer so ein bisschen mehr raus, weil die ja auch ein Stück weit unter die Schale gehen. Ist natürlich schade und Blödsinn, mit die schönen Kartoffeln so umzugehen. Ja, aber was willst du machen, ne? Wie gesagt, ist nicht gesund. Ja. Zack, weg damit. Die, so eine, das sind so Kartoffeln, die mir gefallen, so große, längliche, ne? Ja, das waren jetzt so Big Potatoes, XXL, oder wie nennt man die hier? Unsere besten, vorwiegend festkochend. Ja, das ist in Ordnung. Ja, das Grüne muss ich jetzt auch rausschneiden. Ja, was Grünes noch dran. Ich mag das nicht. Grün ist giftig. Grün ist wirklich giftig. Na, wer hat Grüne, was an der Tomate ist, obwohl ihr da ja natürlich auch schon jede Menge mit vernaschen müsst, um da überhaupt ein bisschen Gift zu bekommen. Ja, ist bei Petersilie ist es auch nicht anders. Petersilie, ja, Petersilie ist auch giftig. Könnt ihr euch jetzt auf den Kopf stellen und mit den Popobacken Fliegen fangen, ist mir auch wurscht. Aber Petersilie, guck richtig nach, googelt mal. Viele merken das nicht, weil das ja auch nicht so, ihr isst ja auch nicht 3 Kilo am Tag, ne? Ja, wenn ihr so 2, 3 Kilo am Tag da von Petersilie essen würdet, ist mal gut. Chlorophyll oder wer ist das Grünzeug da, ne? Ja, ist ja auch gesund, ja, vielleicht. Wechselst du die Hautfarbe auch noch? Da bist du grün. Es gibt auch immer einen grünen Menschen. Ja, oder ein Geschwisterpaar. Ich weiß, keiner wusste damals, wo die hergekommen sind. Ja, und plötzlich waren da 2 Kinder. Und ja, da hatte man keine Angst vor gehabt, weil es ja halt Kinder waren. Und soll ich die jetzt mitmachen? Ach komm, ich mach die auch noch hier. Ja, da hatte man also keine Befürchtung gehabt, dass das Aliens waren.
Ja, aber man sagt ja immer, die grünen Männchen vom Mars, ne? Also Blödsinn. So, die kommen jetzt hier im Kochbuch schon mal rein, weil die müssen die erstmal vorher einmal überkochen. Ja, natürlich eine Menge, ne? Das ist so, aber wir haben halt kein Fleisch, ne? Und ohne Fleisch, und gucken, dass wir auch satt werden, ne? Ja, ne? So. Jetzt mache ich die sauber. Warte, ja, kann ich da reinstellen. Bisschen abschrubbeln, so. Ja, die müssen ja von. Ruhe! Es wird hier nicht gezankt. Raus! Hier wird nicht gezankt, Mäuse. Ich mag das nicht. Ja, die Katzen müssen auch immer sich streiten. Hier herrscht Frieden in meiner Küche. Das ist meine Küche. Ja, und wenn jetzt hier von den Kartoffeln vielleicht noch morgen was über ist, dann kann ich da ja, warte mal, kann ich die hinstellen? Dann nehmen die nicht so viel Platz ein, ne? So, komm, du auch. Warte mal, du kommst nach unten. Nee, da ist noch ein bisschen was dran. Das muss ich auch noch mal eben kurz rausschneiden. Ja, das sind so diese braunen Stellen innerlich, ne? Ja, das mag ich nicht. So, immer noch. Ja. So, jetzt aber. Und hier ist auch noch was Grünes. Ich habe hier ein bisschen besseres und mehr Licht. Na, dann sehe ich dich. So. Einmal voll tanken, bitteschön. Wie kommt denn jetzt die Dose dahin? Wird aber nicht dahin getan, da wird doch dahin geschmissen. Ja. Zack. Oh. Sodale. Ja, ist ganz schön kein Action hier. Nö, das ist nichts Besonderes, ne? Was, was, was? Ein bisschen mehr Licht, ja, kann ich euch machen. Alexa, bist du denn zu Hause? Alexa, du Pflaume? Da brummte was. Huh, jetzt hat er sich angemacht. Hä? Gar nicht berührt und er geht da an. Alexa? Komische, komische Geschichte hier, ne? Sieht eigentlich aus, ne? Ja, Alexa, hallo. Liebling, I love you, baby. Brumm, brumm. Ach so, ich habe hier noch ein paar Backzutaten. Androide. Androide. So, also ich könnte ja auch schon mal die Kartoffeln anschalten, ne? Weil die brauchen ein bisschen was. Und Salz kann ich auch schon mal drauf machen. Kartoffeln ohne Salz schmecken wie Knüppel auf dem Kopf. So. So. Ach, meine Hose rutscht. Ah. Alexa, geh an. Jetzt ist die Hose wieder zu eng. Ach, Leute. Mama, hier ist noch ein Loch. Habt ihr auch immer so ein Schamgefühl im Laden? Da steht da so eine Wursttheke, guckt euch die erotische Würstchen da so an, ja? Und dann merkt ihr, oh, die Hose rutscht. Ah, ja, wie machst du das jetzt, ne? Ja, dann gehst du da hin, stellst dich vor der Wurst, so ungefähr so, stellst dich vor der Wurst und dann bist du da unten am, ne? Da denken die Leute auch, bist Veganer und pinkelst in der Wurst. Alexa?
Bist du da? Ja, ich bin da. Ich höre zu, sobald du das Aktivierungswort sagst. Bitte? Aktivierungswort, bitte. Was ist denn das Aktivierung? Alexa? Wie ist das Aktivierungswort? Entschuldigung, welches Gerät? In der Küche. Das wird noch nicht unterstützt. Schlafzimmer. Alexa, Schlafzimmer. Alexa, Aktivierungswort Schlafzimmer. Sorry, I don't know that. Hallo, was? Was ist heute mit der alten Zicke los? Alexa, du bist eine olle Zicke. Ja, Alexa eben, ne? So, hier, da. Ich mach euch mal da mikrofonstechnisch hin, damit ihr mitkriegt, was die Olle mir da immer unterjubelt, ne, Alexa? Was ist denn heute los mit dir? Bist du verwirrt? Ich möchte immer gerne wissen, wie ich mich verbessern kann. Du kannst beispielsweise sagen, ich habe etwas Feedback. Alexa, ich habe etwas Futtback. Kapiert's immer wieder nicht, ne? Typisch. Ach, nee, Leute, weißt du, das ist hier wieder was los. Noch Quack. Quack von Bruchpilotenhausen. Geh, geh, geh. Aber zackig, du. Ja, direkt in die Füße, immer dazwischen. Sag mal, spinnert ihr? Ja, miau, miau. Ja, hä? Soll ich mir das Knick brechen? Dann sind die aber alle traurig. Und da kann ich nur wie Dingens aus dem Rollstuhl meine Sendung senden. Ich glaub, ihr spinnert. So. Ich muss mal reingucken, ob das überhaupt nur gut ist. Ansonsten haben wir ganz schlechte Karten. Oh, der ist schön. Der ist aber schön intensiv. Ah. Schön knoblauchig. Geile Kiste. So, pass auf. Ich habe jetzt hier auch noch ein paar Zwiebeln. Na, die will ich auch ein bisschen bearbeiten. Geht mal beiseite, ihr Getigerten. Ah, die Getigerten, ne? Cody ist ganz lieb, sitzt oben, der schmust so schön. Ja, Küken ist am Strickseln und am Häckseln. Mit Wolle so, weißt du? Und ja, und da liegt der Cody so schön am Schoß. Der hat das so richtig gemütlich. Küken, ne? Na, so richtig ganz ordentlich, schön. Die kann so richtig sich entspannen. Tiefenentspannen nennt man das dann hinterher. Tiefenentspannung. Ach ja, ich mache jetzt hier so ein paar Zwiebeln, weil ich immer ganz gerne süße Zwiebeln mag. Na, kennt ihr vielleicht nicht, werde ich euch aber erzählen. Ja, man kann die so ein bisschen so sternförmig oben einschneiden. Dann gebe ich da einfach ein bisschen Zucker so drüber. Ja, man kann sie auch in ein bisschen Zucker mit Wasser kochen. Dann werden sie auch schon süß. Nehmen wir jetzt hier nochmal eine rote dazu. Man kann sie
halbieren, du bist mir zu dick. Ich nehme ich mal was anderes. Da kann man auch einen schönen Salat von machen aus den Zwiebeln. Ich habe hier schöne rote Zwiebel. Wunderprächtig. Ja, wir hatten ja heute ein großes Unboxing. Aber den Film habt ihr schon am 25. sehen können. Das, was ich jetzt hier mache, das seht ihr halt später. Ja, logisch. Ja, bei mir ist ja mal alles ein bisschen zeitversetzt. Ist auch nicht die Rede wert. Kostet auch nichts extra. So, das tue ich mal da hinten ein bisschen verstecken. Nee, apropos nichts extra kostet. Ja, macht ein Abo, macht einen Daumen hoch. Damit helft ihr uns, ja, Spaß zu haben. Geholfen ist ja damit nicht, aber wir haben Spaß und wir merken, euch gefällt das, was wir hier so anstellen. Und ne, ist doch schön, ne? Einfach mal einen Daumen hoch. Vor allen Dingen die, die sagen, mein Gott, was ist das für ein Quatsch, ne? Nee, das ist unser Leben, ne? Also wir filmen euch unser Leben. Was geht bei uns ab, so in etwa? So, mache ich die da oder mache ich die dort? Ich mache sie anders. Mach sie hier, werde sie halbieren. Dann kommt da überall Zucker drauf. Ja, man muss jetzt da keinen Zucker drauf machen. Ja, aber ich mache das, weil ich dann halt gern so die süßen Zwiebeln gerne esse. Und dafür habe ich ja oben hier rauen Zucker. Damit bestreue ich das jetzt so ein bisschen drehen, damit die auch gerade stehen. Ich habe heute wieder einen Reimer gefressen. Ich habe einen Poet gefressen. So, überall ein bisschen, so eine leichte Brise. Na, Mensch, Minneken, du auch. Oh, seht ihr das? Nee, das könnt ihr gar nicht sehen, das kriegt ihr leider nicht mit. Ja, aber furchtbar, was die mir ewig in den Füßen liegen. Ich hab da nichts von. So, mach da jetzt noch eine Brise Salz drauf, weil ich denke mal, die Mischung, die macht's. So, komm, dicker Mops, mach dich vom Ogger. Dann kann ich da noch eine Brise ein bisschen Pfeffer dran machen. Hauptsache süß, auch nur ganz bisschen. So, guck, das reicht schon. Ein ganz dünner Staub nur. Geh doch bitte mal beiseite. Mein Gott, ist das Leben für mich schwer mit euch. Ihr spinnt. Ihr spinnt euch echt einen weg. Ihr meint auch, es fällt jedes Mal was runter. Wenn ich euch jetzt gebe, dann habt ihr morgen nichts mehr. Ihr kriegt schon genug Schönes. Habe ich denn da noch was drin? Nee, alles weg. So, dann muss ich muss ja dann morgen sowieso dann noch wieder einkaufen gehen oder was. Keine Ahnung. So, dann mache ich da so ein bisschen Öl drauf, damit mir das nicht so ganz so trocken daherkommt. Ja, aber das ist, wenn du Katzen hast, ja. Man sollte sich gut überlegen, wenn du Katzen hast, ob du gut zu Fuß bist, ne? Ja, die sind so provokant, das ist einfach mal so, ja. Die meinen, wenn sie dich zu Fall bringen, hast du dann vielleicht, dass du, dich irgendwo festhältst, vielleicht am Kühlschrank, der dann umkippt, wo dann das ganze Fleisch, die Wurst, Käse, Quark, Milch, alles rausschleppert und scheppert. Ja, du da mit einem Genickbruch da liegen und die Katzen haben endlich mal wieder was zu fressen. Den geht's ja auch so schlecht, ne? Also zumindest meinen Katzen, unseren Katzen, ne? So, die mache ich jetzt aber auch schon mal. Hallo? Mein Gott! Ey, und ihr seid so dicke Möpse.
Weißt du, wir haben ja wirklich dicke, dicke, fette Katzen haben wir ja. Da geht ja echt der Hut hoch. So. Mach mal so 25 Minuten. Meine Backöfigkeit. So, hab ich einen Deckel. Nimm ich dich. Ja, ich hätte auch ganz gern Rosmarin. Aber Rosmarin habe ich wohl in meiner Gewürzsammlung nicht mehr. Aber ich hab ja Bratkartoffelgewürzsalz. Ja, jetzt ist mal das Wort Salz noch mit drin. So, wo habe ich das denn? Das, ne? Das ist es doch. Da habe ich jetzt. Das ist in die Curry. Warum ist das denn jetzt hier nicht zugedreht? Mein Gott. Ah. Ja, das war ich nicht. Das ist hier die Dose, die ich nicht zukriege. Dann habe ich hier schönes Balance. Oh. Salatwürze. Alles vegan. Vegan. Belli Italio. So. Zack. Das nehme ich dann gleich für die Kartoffeln. Das streue ich da einfach so drüber. So, muss ich nur warten, bis er anfängt zu kochen, ne? Also, zwischendurch nochmal wieder die Frage, wer bist du? Ja, das Problem ist wirklich, dich viel Vergnügen in Mittelalter. Katze. Ihr schaut uns täglich, ganz ehrlich, dann müsst ihr da doch den Aufruf jetzt ein paar Mal gehört haben, ne? Oder ich geb euch was auf die Ohren. Mensch. Hasi und Mausi. Mausi und Hasi. Und dann ist ein Katzenbild. Schön, dass es uns gibt. Ja, ist alles gut, ne? Aber wie gesagt, ich kann mich ja gar nicht richtig bedanken. Ich kann ja gar nicht sagen, yo, Fritz Wilhelm oder Erfinder so und so viel, tralala oder netter Mensch, Susi, ja, danke für die Karte. Kann ich ja überhaupt nicht machen. Geht doch überhaupt nicht. Wie das denn? Mano. So. So, jetzt fängt ihr an kochen. Schön. Schön, schön. Ja. Alexa? Alexa? Da. Hey, Alexa. Ich habe Schwierigkeiten, eine Verbindung herzustellen. Ich werde es weiterhin versuchen. Gaga. Alexa ist Gaga. Alexa ist total Gaga. Ich habe Schwierigkeiten, eine Verbindung herzustellen. Ich werde es weiterhin versuchen. Ich geb's auf. Leute, ich geb's auf. So, ich kann jetzt hier runterdrehen. Dann mache ich auf 23 Minuten. Dann lasse ich die einfach stehen und ziehen. So wie ein Teebeutel, ne? Kennt ihr den Unterschied zwischen Kaffee und Tee? Der Kaffee ist eine ganz faule Socke. Der Tee muss ziehen und der Kaffee muss sich setzen. Wisst ihr Bescheid? Baby. Ich komme mir gerade vor wie der vegane Typ davon. Was war das? Edeka? Ist das Edeka? Leidel? Nudel?
Ja, das ist ein abgebrochener Riese ist da. Ja, so dicke Backen. Ja, und behauptet, er kocht nur vegan. Weiß ich nicht, passt mir nicht. Schalte ich weiter. Ich habe ja eine Fernbedienung in der Hand und dann geht sowas, ne? Ohne geht das nicht. So, das köchelt hier schön. Ich bin schon mal jetzt begeistert. Könnt ihr ein bisschen Knobi hier einfach schon mal so reinmachen. So. Und dann kommt nachher Paprika, Knoblauch so auf die Kartoffeln drauf. Was macht ihr so? Das sieht gut aus. Ich hab sie lieb. Ich hab sie alle lieb, wie sie da so. So. Nee, ich wollte die eigentlich sternförmig, aber wenn ihr die halbiert, geht das auch. Ne? Ihr könnt die aber auch mit Zuckerwasser kochen und dann kurz meine Pfanne ein bisschen anschwenken, anbraten. Ja, das geht auch mit diesen Zwiebeln. Ja, das ist so eine türkische Art. Ne? Die Türken mögen das so. Ja, das sind sogar, ja, die mögen ja viel Süßigkeiten, Pralinen und Datteln und ach, boah. Ja, und Küchlein und Törtchen und so und schöne Törtchen, ne? Ja, und ja, unter anderem müssen auch die Zwiebeln süß sein, ne? Obwohl ich lieber gern scharf esse, ne? Also nicht jetzt das Schafe auf der Weide, obwohl dann auch wieder total lecker ist, ne? Ja. Aber nicht den Schafskopf, ne? Da gibt es sogar extra Restaurants, da verkaufen sie nur diese Schafsköpfe. Und das mache ich nicht, ne? Also nee. Leute, da bin ich raus, ne? Also das Essen, was mich dann beim, wenn ich dazu beiß, auch noch anguckt. Nee. Das will ich nicht. So, Wasser, Kartoffeln kochen. Wie viele Minuten haben wir denn noch? 21 und dann lasse ich jetzt stehen. Jo Leute, ich mache da mal eben kurz meine Zigarettenpause. Ihr werdet mir das nachsehen. Die Zwiebeln, die haben auch ihre Zeit. Und dann bin ich dann gleich wieder da. Ne? Bis gleich. Tschö. So, ihr Hübschen. Habe ich alles. Halt. Ach, du lieber, das Spielzeug, ne? Ja. Wenn ich das hier unten lassen, dann könnt ihr mit reinsprechen. Mein Mikrofon. So, ich werde mir jetzt die heißen Kartoffeln rausgreifen. Hier, das probiere ich jetzt mal. Warme, süße Zwiebeln. Mega. Ist ja lecker. So, ich schnapp mir jetzt hier die dicken Kartoffeln. Halt. Nicht daneben. So, abtropfen lassen. Wasser brauchen wir da nicht drin. So, habe ich da noch eine kleine feine. Hier ist eine kleine Schnuckelchen. So. Jetzt habe ich hier 5 Stück. Dann kommt da ein bisschen Salz drüber. Nochmal. Und dann habe ich hier, ich nehme erstmal ein bisschen von dem Öl, damit er nicht ganz so trocken da liegt. So. Jetzt habe ich hier von meinem, ihr könnt mich gar nicht so richtig erkennen, ne? Doch. So, jetzt mache ich hier ein bisschen von meinem Bratkartoffelgewürz drauf. Das ist natürlich immer sehr grob.
Mache aber da noch extra ein bisschen Knoblauch herein. Achso. Knoblauch ist immer Salz drin. Und das klebt natürlich dann, ne? Das zieht Feuchtigkeit an sich. So, und jetzt mache ich da ein bisschen Paprikapulver noch oben drüber. So, und dann nochmal ein bisschen Öl. Damit wir nichts verpassen. Mäuschen, danke. Ich brauche nur ein bisschen Platz. Warte mal, ich habe hier auch noch Zwiebeln. Mäuse, geht doch bitte beiseite. Mein Gott, nee. Jetzt kann ich immer was geben. Es kann nicht dauerhaft 24 Stunden am Tag zu fressen geben. Das geht überhaupt nicht. Ihr lauft ja rum wie schottische Fettkatzen. Kennt ihr schottische Fresskatzen? Ja, hör mal, alter Verwalter. Das sind ja Riesenmonster. Die werden auch mit, Dingens gefüttert. Kann ich ja schon anmachen. Die kriegen nur Sahne, ja, fetten Rahmen, kriegen sie den ganzen Tag. Und sonst nüschte bald, ne? Achso, ich hätte ja da noch einen Auflaufform. Ja, ich nehme mal hier meine türkischen Auflaufform. Bruderschaft, achso. Na ja. Ja, sind natürlich ein bisschen weich. Die Schale, die hält das jetzt alles zusammen. So, das nehme ich mir raus. Kann ich das hier auch ein bisschen einölen. Quietschen die nicht so beim Essen? Scherz. Schon alle? Jo. Ich glaub's ja nicht. Ja. Kommt so wenig raus hier. Mal die andere Seite nehmen. So, wieder ein bisschen von meinem Salz, meinem Kartoffel-Würzmischung. Ach, oh Gott. Das war zu viel. Hier mal ein bisschen von dem hier aufbuttern. Lecker. So, ein bisschen hier nochmal von dem Salz drauf. Dann noch mal ein bisschen von dem Öl. Kreiselnd. Oh. Sehr gut. Euch kriege ich aber nicht mal da rein. Muss ich ja den Raten machen. So. Das kommt auch gleich auf den Tisch. Dann habe ich hier so einen langen Löffel.
erstmal die Zwiebeln hier drauflegen und die gerösteten Zwiebeln, die kommen da so ein bisschen zwischen. Ja, wenn da noch ein bisschen Öl drauf ist, kann dann auch noch mit hier dran. Süße Zwiebeln. Probiert mal süße Zwiebeln, Leute. So. Probiert einfach mal aus. So, auch spülen. Ja, so ist das. Spülen, spülen, weggeräumen. Was ist denn, Charlie? Sag mal, gehst du einfach mal nur mal so ein bisschen beiseite? Könnte ja richtig mir gut tun. Vor allem könnte ich dann auch frei laufen. Ich und freilaufen. So. Ich hab da wieder schön, ja, die Katzen wieder einfach, ich sammle ja immer Brot, ne? So Brötchen. Und das habe ich jetzt im Eimer getan, damit da schön viel Luft dran kann. Ich habe da so einen Schaumkuss, so Waffeln, kennt ihr ja, so die Eimer, ne? Habe ich da das trockene Brötchen reingetan. Dann haben die Katzen mir da rausgeholt, als wenn die nichts bei uns zu fressen kriegen. Ah, nee, du. Manchmal weiß ich auch nicht. Manchmal weiß ich nicht, wer die füttert. Der füttert die ja hungrig. Ja, ich fütter die. So ist das nicht. Derjenige, der die füttert, bin ich ja selber. So. Ja, jetzt wieder, ne? Bis Dezember müssen wir wieder warten, ne? Ich sage euch mal eine Zahl. Ich glaube, ich habe ausgerechnet, kam da so auf 70 Milliarden oder ne, 70 Millionen, was diese komische Rundfunkgebühr im Monat einspielt. Nur die Erhöhung von 78 Centis. Ja, dort wisst ihr, was die an Kohle machen. Ja, pfeffelnderweise Kohle machen, ja, diese Rundfunkgebühren, ja, die, das ist ja unvorstellbar. Ja, der eine dieser Intendante, oder wie der heißt da, ne, ja, der hat mehr gemacht, wie damals, wie überhaupt unser Bundeskanzler im Monat verdient hat. Und dann reden sie von Programm vermindern. Ja, die können ja von mir ganz abschalten. Ich guck das ja kaum. Ich guck das ja eigentlich, ja, verschwindend gering gar nicht, ne? Also, Leute. Also, ich möchte ja nicht so viel haben. Eine Null weniger wird ja uns schon allen reichen hier. Eine Null davon weniger. Ja, man muss jetzt mal nur so ein bisschen hochrechnen, wie viel Zahlungsberechtigte, die sind natürlich total erfreuen daran, ja,
wie viele Bezahlungsberechtigte wir haben hier in diesem Old Germany. Ja. Müsst ihr natürlich abrechnen, diejenigen, die vielleicht geschafft haben, da rauszukommen. Ja. Und diejenigen, die auch nicht bezahlen müssen, weil sie ja mit jemandem zusammenwohnen, weil dann immer ja nur einer zahlt. Jetzt zahlt ja die Haustüre, jetzt bezahlt ja die Wohnungstür, glaube ich, so wie ich gehört habe. Ja, und dann muss man sich halt mal so reintun. Dann muss man sich mal echt den Kopf tun, was da an Kohle reinkommt. Ja, Wahnsinn. Und was für ein Scheiß. Bildungs-TV soll das sein. Bildungs-TV. Ich weiß gar nicht, wo da die Bildung dann überbleibt. Das sollen sie mal komplett abschaffen. Jetzt nicht durch so eine Partei, ne? Das sollte auch allgemein mal. Auch das ist ja nebenher noch Kohle scheffeln, ne, für den Staat. Dann tun sie so, als wenn sie das vertagen. Ja. Und was ist? Das wird ja nun mal so einmal ein bisschen vertagt, damit der Otto Normalverbraucher, der TV-Gucker, der das ja gar nicht guckt. Also ich guck's nicht. Also will ich, sag ich mal, abgezogen vielleicht alle zwei Tage mal eine Stunde, ja, von diesem Bezahl-TV-Programm da, was gucke, das ist schon verdammt viel. Da können sie mir so einen Zähler da dran machen, so mit Geldeinbruch, wie früher in Hotels, ne? Ja, die Hotels hatten ja so TV-Geräte gehabt, da war hinter so ein Münzautomat, ja, da konntest du dann so, sie gucken jetzt, ZDF oder SAT oder was hat da alle was damit zusammen oder Neo oder so, ne? Jetzt zahlen Sie bitte 50 Cent hier in die Kasse, dann dürfen Sie weiter gucken. Ja, das wäre für mich ganz einfach, ne? Ich bräuchte da gar nichts gucken. Ich guck davon nichts. Ja, interessiert mich auch gar nicht. Nein, interessiert mich wirklich nicht. Ich vergleiche ja so die Rundfunkgebühren, vergleiche ich ja mit so einem Metzger, ne? Thema Metzger und Veganer. Veganer und Metzger, ne? Die beiden, ne? Ja, du kriegst dann einfach so eine Rechnung zugeschickt, ja, und da steht dann drauf, so, sie zahlen jetzt für Leber, saure Nierchen, Bauchfleisch, Kotelett, bitte die und die Summe. Ich bin doch Veganer, nix. Wir haben keinen Vertrag geschlossen, also zahlen sie halt gefälligst. Hallo Leute, denkt mal drüber nach, ne? Ja, tut mir leid, also. Da muss man mal echt mal einen dritten Kopf drüber machen. Ja, tut mir leid, und das ist meine Meinung, die lasse ich mich nicht verbiegen. Auch von keinem Politiker oder sonstig wen. Ja. Das wäre ja noch schöner, bin ich denn bescheuert? So, sauber. Schön. Schön stehen bleiben, nicht runterfallen. Beim Ausdrücken schön sauber machen hier rundherum. Nochmal die Fingers. Und dann nochmal so ein bisschen Splash. Ja. Nee, mit mir nicht, Leute. Nee. Guck lieber Teddy TV. Teddy TV, ey. Alter Verwalter. Teddy TV, das klingt doch schön. Oh, die sehen gut aus. Leute, ich bin begeistert. So, das kann ich erst später ausspülen. Ah, einmal so.
Ja, da ist immer noch Sand drin, aber ich weiß gar nicht, wo das herkommt. So, ja, dann habe ich das. Hier einmal, ach nee, da muss ich einen Lappen für Papier für haben. Da ist zu viel Matsch. Ja, gestern haben wir ja schön ein bisschen aufgeräumt. Ja, muss ja auch sein. Wichtig. Wir mussten da so ein bisschen umpacken. Wie gesagt, wir suchen da so eine günstige, leicht gut gebrauchte aus der Nähe vor allen Dingen, dass man so leicht rankommt, nicht so weit entfernt ist. So eine Gartengeräteschuppen, so was suchen wir, ne? Und ist gar nicht so einfach. Ja, abbauen, denke ich mal, schaffen wir wohl noch. Nämlich steht es schief, ne? Oder? Hat sich hier irgendwie selber ausgeschaltet. Naja, hatte ich gestern auch schon, ne? Ja, das schaltet sich auf einmal von selber wie von Geisterhand aus. Echtes Porzellan, ne? Das ist schwer. So. So, ich glaube, jetzt rufe ich die Rasselbande. Reicht für heute, ne? Ja, ich guck mal, dass ich nicht immer so endlos lange Filme mache, weil das schreckt auch ab, ne? Boah, 1,5 Stunden, 3 Stunden Filme. Nein, ich mache die trotzdem noch. Aber vielleicht ein bisschen, ganz bisschen weniger. Ist okay. Seid ihr einverstanden? Jo, ne? Ja, ich wollte sowieso eigentlich was anderes heute gefilmt haben. Ich hoffe, dass morgen auch, ach nee, wir sind da morgen schon wieder. Ja, Hansefest. Hansefest in Wesel sind wir. Ja, Wesel ist ja eine Hansestadt, also gewesen damals, ja, durch den Rhein, der nahegelegenen Nordsee, ja, und Holland, ja, Niederlands. Und ja, da war natürlich durch Wesel war natürlich eine große Stadt, damals schon. Und da ist morgen, wie gesagt, so ein Hansefest. Das ist auch so mittelalterlich. Ja, so mittelalterlich geprägt. Wir werden auch dann gewandet. Also nicht kostümiert. Ist ja kein Karneval. Also gewandet werden wir da erscheinen. Und so, da freue ich mich schon mal drauf, ne? So. So, hier. Das ist gut. Ja, ich rufe die dann, ich sag mal, reicht für heute. Ja, wir haben vieles zu besprechen, darum heute Intimitäten, ne, Inkognito oder wie auch immer das heißt. Ja, ich werde mir jetzt meine Schürze abbinden, so, und dann war ich damit heute fertig. Ne? Ja, Söderle, Söderle. Eieiei, der Söder, der macht's mal wieder. So. Ja, gut. Schön. Denkt dran, nicht vergessen und ja, auch nicht vergessen und ja, für die Zeitung, ne? Ja, ja, unsere Kenner kennen das, ne? Die wissen, was ich meine. Na. Ja, nun. Ja, das ist. Das finden wir gut, das finden wir schön, wenn ihr da an uns denkt. Ne? Auch die, die nicht an uns denken, einfach mal machen. Schadet nie. Ja, kann die gar nicht schaden. Macht ja auch Spaß. Macht ja auch Spaß, für euch da zu sein. So, jetzt aber. Haltet die Ohren steif, den Rest auch. Gehabt euch wohl. Glück auf. Macht, was ihr wollt. Aber macht es richtig und schön und gut. Ne? Ja, alle, die uns jetzt nicht so selber sehen, bestellt den schönen Gruß.
teilt das auch, ne, schön, ne, immer schön Teilemann machen. Das ist dieser komische Pfeil da, ne. Und ansonsten bleibt gesund. Tschüss.